Verdammte Scheiße nochmal, Nathan! Das ist für dich also sprachlos? Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge von Uncharted 4. So, Nathan, Drake und sein Bruder Sam sind unterwegs. Jetzt habe ich alles überquasselt, was die gesagt haben, aber ist nicht so wichtig, die quatschen die ganze Zeit. Lass mal runtergehen. Es ist nur dieser Ort, selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Fund. So, ist schon ganz schön krass, wie es hier aussieht. Wir müssen auf jeden Fall hinten zu diesem großen Gebäude hin. Liberté oder wie das heißt hier, das ist halt die Piratenstadt sozusagen. Alcazar hat das anders gesehen. Schauen wir mal. Können wir das nicht einfach mal genießen? Ich genieße es. Ich hoffe, es stört nicht ganz, ich habe einen Hustenbonbon im Mund. Vertrau mir, ich kenne das Ziel. Mehr sage ich nicht. Okay. Ich lutsche gerade auf so einen Hustenbonbon, denn ich werde meinen Husten nicht so richtig los. Aber ich hoffe, der wird bald weggehen. So, wir springen mal hier rein. Oh, guck mal hier. Was ist das? Der Brief ist noch lesbar. Simon? Dann lass uns den mal lesen. Vater, zweifellos hast du davon gehört, dass mein Schiff von einem Mann der Ostindien-Kompanie zerstört wurde. Ich bitte um Vergebung, falls du um mich getrauert hast, aber ich musste die Welt damit glauben lassen, dass ich tot bin. Dein Sohn ist aber nicht bloß am Leben und wohlauf. Du wirst sicher erfreut sein zu hören, dass ich mein Kapitänsamt niedergelegt habe. Ich versuche mein Glück nicht länger als Dieb. Stattdessen habe ich mich gemeinsam mit meiner tapferen Freibeutermannschaft Gleichgesinnten angeschlossen, um für die Freiheit einzutreten. Wir gründen eine Kolonie, in der jeder als gleich und frei angesehen wird, so wie tun und lassen kann, was er will. Ich habe mich dazu entschlossen, auf den Feldern und mit dem Vieh zu arbeiten, was die Seele amüsiert. Es ruft in mir jedoch eine Zufriedenheit hervor, wie ich ihn von zu Hause nicht kenne. Vorerst muss unser Aufenthaltsort geheim bleiben. Ich hoffe aber, dass du eines Tages herkommen kannst, um zu sehen, was wir erreicht haben. Eine Gesellschaft, die frei von jener ungerechten Unterwerfung ist, die du stillschweigend akzeptierst. Christopher. Hm. Krasser Typ. Hm. Geht noch runter? Ne, jetzt müssen wir weiter. Wollen wir auf jeden Fall da hinten hin? Mal gucken, wie wir da hinkommen am besten. Man kann natürlich schon einiges finden. Hier kann man es aufzeichnen. Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Libertalia, so hieß das, genau. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Wollen wir uns die Regeln mal angucken, was da steht? Artikel 5. Wer Libertalia in Zeiten des Krieges verlässt, wird mit dem Tode bestraft. Haben sich die Sklavenmörder und die wirklich an die Regel gehalten? Man weiß es nicht. Verschlossen, na klar. Natürlich ist es verschlossen. Wäre auch zu einfach. Okay. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ein alter Rum. Man weiß es nicht. Und so müssen wir überlegen, wie wir da rüberkommen. Er geht da runter, dann gehen wir auch mal runter. Hier ist auch noch was. Ah, guck mal. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Okay, können wir einfach so durch? Können wir wahrscheinlich nicht kommen. Brauchen wir irgendwas, um da durchzuballern oder was? Ich überlege gerade, welchen Weg wir gehen können. Wir müssen ja auf jeden Fall da hinten. Irgendwie lenken. Da geht's nicht durch, aber kann man hier sich irgendwo längs hangeln? Da hoch vielleicht? Von außen? Mal gucken. Auch nicht? Da geht's auf jeden Fall hoch. Gehen wir da hoch. Nee. Noch einer. Hier noch raushängen? Oder kann ich rausspringen? Nee, kann noch hängen, okay. Aber da geht's nicht hoch. Aufs Dach komme ich nicht von hier. Okay, mal gucken. Alles los.
Nur hier mal längs? Was hier einen Weg durchgibt? Captain Aha. Avery, hab mich schon gefragt, wann du auftauchst. Die Musik ist immer gut, was ne? Stimmig wie im Film. Ich hab welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Nein, nicht soweit ich weiß. Vielleicht Angreifer? Diese Leute hatten bestimmt viele Feinde da draußen. Kann schon sein. Hm. War denn jetzt aufgezeichnet ein Siegel? Mal gucken. Okay. Was ist das denn? Ein Schloss. Handwerker waren hier auf jeden Fall auch. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Ja. Wenn Piraten wohl ins Gefängnis stecken? Scheinheilig, oder? Piraten, die ein Gefängnis haben. Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Das stimmt. Auch noch heutzutage. Hier entlang, mir nach. Sollen wir nicht helfen, hier hochzukommen? Guck mal. Wir müssen hier unten durch. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Okay, jetzt haben wir zu. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg dann. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und bam. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Die wollten es angreifen. Vielleicht plündern. Ich meine, wer vertraut denn schon Piraten an sich? Das ist schon wieder das Symbol. Das ist das Symbol wieder. Tja. Hat sich irgendwas gebildet hier, ne? Von da sind wir gekommen, Entschuldigung. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, schreien wir aber nicht so ins Gesicht, Sam. Das nervt. Ja, hinten geht's weiter, okay. Bleiben wir hier längs. Kleines Schätzchen. Ah. So, dann geht's wahrscheinlich hier durch. Da kommen wir raus. Ja? Ich sehe Licht da unten. Okay, ich auch, aber wir müssen uns hier irgendwie. Müssen wir da drüben, okay. Heilige Scheiße. Hey! Da ist noch mehr von der Kolonie. Oh. Hier sind noch mehr Gebäude. Wie sind die denn hierher gekommen? Verdammt. Schau mal. Sie haben uns noch nicht gesehen. Soll auch so bleiben. Okay, halt den Kopf unten. Wollte dir gerade dasselbe sagen. Ja, ja. Ein bisschen schwierig hier. Wie gibt's denn da? 1, 2, 3, 4, 500.000. Shit. Ja, ich weiß. Auch nicht so gedacht. Sag Bescheid, wenn du etwas findest. Oh, okay. Das war ein bisschen hardcore. Okay, dann können wir es noch. So, müssen es besser machen auf jeden Fall jetzt. Ich weiß, es sind viele, aber vielleicht können wir die trotzdem ein bisschen.
Da können wir keine treffen von den Seiten. Aber hier könnte ich auch ganz gut. Oh Mann! Sind dahinter, komm raus! Hey, eine Spur von ihnen! Shit, hab sie verloren! Rammt auf, weckt alle! Was zum? Oh! Nein! Lass ihn in Ruhe! Richtig, cool! Verschwinde da! Oh. Und ich sterbe hier. Auch nicht. Ah, er muss nicht noch Leute. Der Sieg ist ja noch da. Oh. Hm. Wo schießen denn noch Leute? Ich sehe da gar nicht. Da drüben, okay. Das war's, glaube ich, ne? Das waren wohl alle. Schnappt ihr so viel Munition wie möglich. Ja, müssen wir auch. Das war bestimmt nicht der Letzte. Suchen die uns oder den Schatz? Die Grave kenne, beides. So, mal gucken, was wir einsammeln können, ja? Tauschen wir mal. Oh, hier ist noch eine coole Waffe. Ne? Wo war die? Da. Und auch mit. Aber besser als die andere, die wir haben. Huha, das war ein harter Kampf. Und viele waren hier, ne? So hart war der Kampf noch auch nicht, aber es waren schon einige da. Wo müssen wir hin? Hier oben links? Wahrscheinlich, ne? Okay, lass mal hochgehen. Geht hier längs. Was ist denn los? Komm, geh mal hier rüber. Okay, zeigt mir schon einen Hinweis. Da hoch. Okay, wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Gibt es da irgend so einen Weg da hoch? Wahrscheinlich, ne? Na hier. Hier geht's hoch. Mist, noch mehr Schorleiter. Hatte recht. Na warte. Klasse, wird Zeit für eine ordentliche Bezahlung. Ich hab sie! Hinter der Kiste! Da kommen sie! Runter! Oh. Oh, okay. Oh nein! Oh Gott, ah Mann, ey, was mache ich denn da? Das war jetzt echt nicht gerade das Klügste. Mist, noch mehr Schorleiner. Der reiche Kerl hatte recht. Wir sind genau hier!
Oder nehmen wir die hier mit? Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Das ist auch ganz cool eigentlich, ne? Alles klar? Ja, nur etwas außer Atem. Kannst du es hier links gehen? Dann müssen wir rüber, ne? Wuhuhu! Oh! Hoch! Und da ganz hoch? Irgendwas habe ich hier oben gesehen, oder nicht? Oder auch nicht? Hm, aber wo müssen wir rüber? Darüber? Wir springen mal! Oh! Da kommen wir nicht rauf. Darüber? Das muss ja der Weg hier sein, ne? Da geht's runter. Also hier will ich einen hoch. Sammy? Nee, warte mal. Ich hab eine Idee. Gehen wir runter. Da geht's nicht längs. Da geht's auch nicht längs. Ups, das ist der verkehrte Weg. Gut, gut. Zack, der guckt auch irgendwie hoch. Aber da kommen wir nicht hoch. Na los, Sam! Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay, also, nein. Ist ja gut, ist ja gut. Komm schon. So, okay, das ist der richtige Weg. Nathan, da vorne sind noch ein paar. Was? Langsam nervt's. Ey, hier stürzt alles ein. Vorsicht, Mann! Du könntest das komplette Gebäude zerstören. Hey, hast du sowas schon mal gemacht? Nee. Ein paar Regierungen gestürzt. Dörfer geplündert. Aber das ist anders. Ah, da. Nein! Nein! Er bewegt sich. Voll. Wow. Was Interessantes? Nichts. Okay, komm hoch. Okay. Oben. Nein, nein, hoch. Verdammter Sack. Kurz, den schnappen wir uns auch gleich, aber ich muss einmal kurz warten, bis er hier rüberkommt. Guck ruhig durchs Fenster. War ja auch noch einer, ne? Gucken, wo der sitzt hier gerade. Das habe ich gesehen, glaube ich. Oh nein! Nathan! Gibt's doch gar nicht, ich kann ja da runterplumpsen. Wo ist denn der Gegner? Der wäre hier noch irgendwo, naja, anscheinend nicht. Was Neues von der Dienst? Okay. Scheiße. Warum? Okay, der hat uns nicht gesehen. Oh. Kann die wegschroten, ne? Das will ich gar nicht.
Schlaft schön. Ich habe gerade eine Granate mit hier. Moment. Oh, shit. Okay. Gerade was gesehen. Da ist nichts. Hey, bist du da? Alles klar. Alles klar, alle weg. So, wo müssen wir... Oh, da ist noch einer da drin. Das war's. Spaß. Fürs Erste. Gehen wir lieber weiter. Ja, es wird immer schlimmer hier. Wo sollen wir denn da ganz hin eigentlich, nur mal so nebenbei? Sind wir darüber? Wahrscheinlich, ne? Frage, wie die immer darüber kommen. Also, ich meine, wir sind... Bei uns ist ja schon schwierig, dahin zu kommen, aber er... Wir kommen ja anscheinend da easy peasy hin. Naja, helf mir mal. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Danke. So. Kann ich rüberspringen? Ich bin mal hier an der Seite längs. Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Okay. So, brauchen wir jemanden das aufbrechen hier. Oh, oh, Mist! Okay, ist schon aufgebrochen. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Na, die anderen müssen ja auch irgendwie hier hingekommen sein, ne? Das ist immer so geil. Also wir müssen ja echt so kraxen und die laufen ja einfach easy peasy rum. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Hier wollen wir hin. Ah, da hoch. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. Fast geschafft, Sam. Jetzt mal auf dem fetten Turm. Okay, Frage, wo wir hin müssen. Ich denke mal hier raus vielleicht. Ne? So. Höher, weiter, schneller. Oh, jetzt geht's hier rein. Okay. Was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Wow, Alter. Ja, klar, alles richtig. So in der Art. Jo. So. Das sieht doch schon imposant aus hier. Die sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte lieber Talia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß? Warum nicht? Finde ich gar nicht so abwegig. Muss auch alles irgendwie finanziert werden hier.
Einfach das Ding weggebamst. So, aber wo geht's weiter hier? Oder oben längs vielleicht? Hier oben ist nichts. Nee. So, unten da hinten ist noch ein Raum. Wollen wir da mal reingehen? Komm mit, Sam. Judo-Rolle! Okay, hier liegen ein paar Leichen. Heilige Scheiße. Tja, hier sind unsere verschollenen Siedler. Zumindest ein paar davon. Verdammt! Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Na, die wollten wahrscheinlich alle den Schatz haben. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Werden wir schon rausfinden. Okay, erzähl mir, was du weißt. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Was ist das Symbol hier auf dem Boden? Das ist irgendeine... Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Okay. Wäre ein Wunder, wenn sie einfach aufgehen würde. Irgendwas hakt doch schon wieder, oder? Oder auch nicht. Willst ja, du noch mal? Immer. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also... Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Die Diebe von Libertalia. Gut, gut zu wissen. Aber ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.